Hey, du Metzgerin, warum tötest du? Also den Beruf habe ich gewählt, weil er sehr interessant und vielfältig ist und da gehört halt das Töten auch dazu, auch wenn es nicht so ein schöner Aspekt ist. Und vor allem gibt es so viele Menschen, die Fleisch essen und irgendjemand muss es ja schliesslich auch machen. Ich habe jetzt einfach auch ein besseres Gewissen, wenn ich Fleisch esse, weil ich sozusagen selber dazu dafür zuständig bin, dass es Fleisch gibt. Du musst eine Tierhasserin sein, wenn du diese schlachtest. Nein, weil wenn ich sie hasse, würde ich sie auch eher quälen und nicht artgerecht schlachten. Und wir haben daheim auch viele Tiere und ja, zu denen schaue ich auch gut. Von dem her bin ich auch keine Tierhasserin. Ja, das Schlachten fällt mir manchmal schon ein bisschen schwer, weil es sind halt gleich Tiere. Und für mich haben Tiere gleich Stellenwert wie ein Mensch. Also ich bin nicht irgendwie besser als ein Tier, nur weil ich schiesse. Darum ist es manchmal schon schwer. Also es gibt Tage, da hat es mir wirklich Herzmetzger. Und dann geht es dann wieder besser. Wenn es mir schwer fällt, dann denke ich einfach, das ist jetzt ein bisschen gemein, aber dann denke ich einfach daran, ja, es ist nur Fleisch. Wenn es mir eben in so einem Moment schwer fällt. Aber innerlich weiss ich halt schon, dass es noch ein Tier ist und behandle es dementsprechend halt auch mit Respekt, auch wenn es schon tot ist. Vor veganen Menschen musst du dich in Schutz nehmen. Nein, nicht wirklich. Also ich bin noch nie irgendwie direkt angefeindet worden oder so. Aber ich habe halt auch nichts gegen sie, von dem her. Sie sollen so leben, wie sie wollen. Prozentual gesehen in der Schweiz sind immer noch viel mehr Leute Fleischesser als Veganer. Aber die Veganer sind halt einfach ein bisschen lauter, sage ich jetzt mal so. Also mit Demonstrationen und Plakaten und keine Ahnung was. Aber es gibt noch viel mehr Fleischesser, als wir denken. Und darum habe ich nicht das Gefühl, dass wir irgendwann keine Bürze mehr werden haben. Und vor allem hat man schon immer Fleisch gegessen, schon in der Steinzeit. Und darum wird man auch immer Fleisch essen. Ihr Metzgerinnen seid heimliche Sadisten. Nein, das stimmt nicht, weil ich tue jedem Tier nicht weh. Also wenn ich sie schlachte, wäre sie betäubt und dann töte ich sie erst, dann spüren die das gar nicht mehr. Also das Tier wird bei uns lebendig abgeliefert, dann wird es geschossen, in dem Moment ist es betäubt, später wird es noch gestochen und ausblutet und dann ist es erst richtig tot. Der internationale Fleischkonsum muss drastisch reduziert werden. Ja, das stimmt schon. Ich finde, wir essen heutzutage viel zu viel Fleisch. Es sollte schon bewusster gegessen werden und einfach ein bisschen reduziert werden. Ja, das stimmt schon. Du weißt, was in die Wurst kommt. Erzähl mal ehrlich. In eine Wurst kommt Fleisch, Gewürz, Salz, Speck und ganz, ganz viel Liebe.